Hallo, liebe Musicstore TV-Zuschauer. Wir sind immer noch auf der Frankfurter Musikmesse. Wir sind mittlerweile am Premierstand angelangt. Da hat sich auch in diesem Jahr wieder einiges getan. Ich stehe hier mit Frank vom Premier. Genau. Und wir werden jetzt das Hauptaugenmerk vorerst auf die Genista-Serie legen. Was hat es damit auf sich, Frank? Ja, die Genistas gibt es einmal in Birk und in Maple als reine Shell-Sets, inklusive einer Snare. Tomahalter ist mit drin. Es gibt so Standardkonfigurationen in 22, 10, 12, 14, 20, 10, 12, 14, eine Rockkombination in 22, 12, 14, 16, 2 Floor-Toms. Okay. Birke, Maple, wie gesagt. Beides amerikanische Hölzer, kein Fernostholz, obwohl die Produktion ja in Taiwan ist für diese Sets. Ja. Lackierte Kessel. Ja. Unterschied ist, Premier hat sich überlegt, vom Konzept her zwei Varianten anzubieten. Mhm. Deswegen gibt es die Maple-Version mit dem Freischwingsystem, was ihr hier seht. Ja. Um den Sound ein bisschen offener, ein bisschen wärmer zu halten. Ja. Als Alternative eben für die Rockjungs, die sagen, ich will es ein bisschen trockener, ein bisschen fetter haben, ja, haben wir nochmal die Birkenversion. Ist von den Kesselgrößen, Farben, Hardware, alles identisch. Bloß die Halterung ist direkt am Kessel angebracht, um den Sound ein bisschen kürzer zu halten. Ist immer noch relativ offen, aber eben ein bisschen kürzer als ein Maple Kit. Ja. Als Drummer hat man sozusagen beide Möglichkeiten, das vorab auszuwählen, was er möchte. Weil die Farben, Größen sind jeweils identisch. Ja. Eine Premier-Besonderheit sind immer schon traditionell gewesen die unterdimensionierten Kessel. Das heißt, ja, der Durchmesser ist ca. 3 mm kleiner als bei einem vergleichbaren Konkurrenzprodukt. Okay. Hat die Idee, ähnlich wie bei einer Kesselpauke, dass das Fell schwimmend auflieht. Okay. Das heißt, es schwingt freier, es ist einfacher zu stimmen. Wir haben passende Holznäher mit drin. Hardware ist dann optional. Es gibt einen 4000er Hardware-Satz. Den kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Okay. Im mittleren Preisbereich das Ganze. Ein fünfteiliges Maple-Kit liegt dann irgendwo bei knapp 1300 Euro. Die Birkenversion 1200 Euro. Also relativ übersichtliches Programm. Amerikanische Hölzer, gute Verchromung. Also eigentlich in dem Preisbereich ein relativ perfektes Set sein. Ja, ja. Klar. Vielen Dank für die Informationen. Weitere Informationen zu dem Premier-Sortiment findet ihr wie immer unter www.musicstore.de.